Die Fußballwelt nimmt heute Abschied von Franz Beckenbauer. Am 7. Januar war das Fußballidol im Alter von 78 Jahren gestorben. Langjährige Weggefährten, Größen aus Sport und Politik sowie viele Fans werden zur großen Trauerfeier in der Münchner Allianz Arena erwartet. Sie wollen einem der weltweit anerkanntesten Sportler aller Zeiten die letzte Ehre erweisen. Unter den Gästen Bundespräsident Steinmeier, Bundeskanzler Scholz sowie Bayerns Ministerpräsident Söder. Die Trauerfeier werden wir live hier bei Welt übertragen ab 14.30 Uhr. Und ein Wegbegleiter ist und war auch unser Fußballexperte Jimmy Hartwig. Der ehemalige Nationalspieler spielte 2 Jahre an der Seite des Kaisers beim Hamburger SV. Wenn Franz Beckenbauer irgendwo gewesen ist, ist er reingekommen und hat jedem Kameramann, jedem Beleuchter die Hand gegeben, hat ihn begrüßt. Das ist Respekt. Oder wenn er beim Arzt gewesen ist, weiß ich, dass er da hingegangen ist, hat jeder Angestellten die Hand gereicht. Danke, dass ihr mir helft, dass ich hierher komme. Das zeigt doch den Charakter eines Franz Beckenbauers. Ich habe viele Fußballer kennengelernt im Laufe meiner Jahre und auch andere Menschen kennengelernt. Aber ich glaube, da müssen sie sich ganz weit hinter anstellen, um Franz Beckenbauer zu erreichen, was das betrifft, mit Menschlichkeit und Respekt. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.